Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moveset Montag. In dieser Folge wollen wir uns mit Drizella beschäftigen. Drizella hat nicht besonders viele Moveset-Möglichkeiten. Das Standard-Set ist das, was ich euch jetzt präsentieren will, nämlich das Special Sweeper-Set. Wir nehmen ein scheues Wesen und als Item Leben Orb. Sollte selbsterklärend sein, für einen Sweeper ist Geschwindigkeit einfach wichtig und Leben Orb sorgt dafür, dass wir Schaden rausdrücken können. In den EVs gehen wir voll auf Spezialangriff und Initiative und die letzten vier dann, wie NKP, so wie sonst auch. Als Fähigkeit habt ihr hier tatsächlich zwei Möglichkeiten, Chlorophyll oder Flora-Schild. Chlorophyll ist aber eigentlich immer besser, denn Chlorophyll verdoppelt eure Geschwindigkeit in der Sonne und Flora-Schild verhindert Statuseffekte, aber ihr wollt echt lieber den Speed haben. Bei den Attacken nehmen wir Falterreigen, Schlafpuder, Gigasauger und dann Kraftreserve, denn Drizellas Moveset ist relativ eingeschränkt. Falterreigen erhöht unsere Geschwindigkeit, unseren Spezialangriff und unsere Spezialverteidigung. Schlafpuder sollte selbsterklärend sein, wenn wir einen Gegner einschläfern können, ist das immer gut. Und Gigasauger ist einfach, um dem Gegner dann Schaden machen zu können und uns selber zu heilen. Bei Kraftreserve habt ihr die Wahl zwischen Feuer und Gestein. Feuer ist gegen Eis-Pokémon, Gestein gegen Flug. Im aktuellen Meta würde ich eher zu Gestein greifen. Ihr werdet zwar damit nur Talonflame bzw. Fiaro besiegen können, wenn ihr einen Switch-In predicted, aber damit habt ihr einfach die besten Chancen. Denn Eis-Pokémon werden gar nicht so viel gespielt, aber Flug-Pokémon sieht man zuhauf. Kommen wir also nun zu den Alternativen für Drizella und ihr seht, Drizella hat nicht wirklich viele. Blättertanz ist keine besonders gute Attacke meiner Meinung nach, hat zwar eine ziemlich hohe Base Power, aber hat dieselben Effekte wie Fuchtler oder Wutanfall. Das heißt, ihr setzt die Attacke 2-3 Mal hintereinander ein und seid dann verwehrt. Das ist nicht besonders gut, da ist Gigasauger die weit bessere Alternative. Die anderen drei Attacken, Egelsamen, Aromakur und Heilopfer, sind dafür da, wenn man Drizella als so eine Art Support spielen möchte. Finde ich nicht besonders gut, da Drizellas defensive Werte einfach nicht gut genug sind dafür. Aber es ist eine Möglichkeit, speziell wenn ihr Rarely Used spielt und nicht Overused, wofür ich meine Sets ja meistens auslege. Aromakur behebt alle Statusprobleme in eurem Team und Heilopfer ist eine sehr spezielle Attacke. Wenn ein Pokémon Heilopfer einsetzt, wird es besiegt, aber dafür wird das nächste Pokémon, das ihr dann reinschickt, komplett geheilt und die Statusprobleme werden entfernt. Es ist also auf dem Support durchaus eine Option, vielleicht könnt ihr dann noch Toxin oder Schutzschild mit draufhauen und dann Überreste, aber ganz ehrlich, greift lieber zu dem offensiven Set. Das war's dann auch mit dieser Folge. Kurze Ankündigung, morgen am 11.03.2014 wird noch eine Folge Moveset Montag kommen. Ich weiß, das ist ein Dienstag, aber ich nenne die Folge trotzdem Moveset Montag. Und zwar geht das da um Mega Militalis. Dasselbe Mega Militalis, das ich auch im letzten Kampf benutzt habe. Wie auch immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, ihr wisst ja, abonnieren, kommentieren, bitte gut bewerten. Link zu Twitter ist in der Beschreibung. Falls ihr bestimmte Pokémon sehen wollt in meinen Kämpfen oder bei Moveset Montag, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.